Servus YouTube und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Chewing at Skyrim Dawnguard. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben vor diesem schönen Seelengrab, wo Serana ihr Blut reingetröpfelt hat, was unseren notgeilen Vampir Agonia irgendwie ziemlich angemacht hat. Und jetzt werden wir diese schöne lila Gemüsesuppe betreten. Und wir sehen einen Eistroll. Der Eistroll ist der furchterregendste Vertreter seiner Art in Himmelsrand und in den kältesten Regionen der Provinz beheimatet. Punkt. Put your hands up in the... Oh mein... Was zum... Serana, es tut mir leid. Ich will hier gar nicht mehr raus. Schau dir das doch an! Alter, Alter! Schön, schön, schön. Seelenhülle. Wer bist du? Wer bist denn? Nice! Schönen Tag dir noch. Ah. Menschen. Ich sehe tote Menschen. Mädel, da oben ist die Tür. Da geht's raus. Lauf! Jetzt! Sprinte! Daneben nicht. Hi! Hi! Wer bist du? Wer bist du? Hey, ich will mit dir reden. Ich will mit dir reden! Alright, daneben nicht. Ach, wer bist denn du? Kennt dieser Albtraum denn kein Ende? Nein! Das ist kein Albtraum. Hoffe ich zumindest. Das ist die Realität. Okay. Ja, woher? Das ging schnell. Okay. Serana? Ich glaube, ich ziehe meine Waffen gar nicht mehr. Salz. Oh, schön, dass du Salz dabei hattest. Was hast du? Ja, ein Seelenstein kann man immer gebrauchen. Immer brauchen, geh kamen. Wann habe ich schon angefangen mit der Folge? Ungefähr vor einer Minute oder zwei. Ich würde sagen, ich habe angefangen vor 2 Minuten. Ich müsste nämlich auf Uhr gucken. Sonst explodieren Computer, mein Redenselle. Oh ja. Ach so, jetzt kapiere ich den ganzen Mist. Arwak. Wer ist Arwak? Mein Ross. Schön. Wie kann ich ihm helfen? Durch Schreien. Ich soll schreien. Ich habe kein Mitleid. Ja, sie sind tot. Jetzt check ich das. Das ist anscheinend dieses Seelengrab und das sozusagen die Seelen, die man in die Seelensteine füllt, kommen anscheinend hier raus, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und wo müssen wir hin? Zu dem fetten Pfeil da hinten. Oh Mann, das sieht so geil aus. Ich würde am liebsten hier 5 Stunden drin verbringen. Oh mein Gott. Blitzer! Aber ich habe die schwere Befürchtung, dass ich mich hier drin verlieren würde. Wie im Limbo. Oh mein Gott! Ein Pferd! Ein Pferd! Stopp! Wer bist du? Okay, Pferd. Oh! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay. Da ist niemand mehr? Okay. Oh, nehme zu, weil ich hungere. Das ist sehr schön. Ich nehme gerne Kräfte zu. Okay, da ist eine Burg. Ich schnell speichere nochmal. Was erwartet mich da jetzt? Alter, ist das das Haus von deiner Mama? Wollen wir heiraten? Wir können hier runterziehen. Ich finde es sehr angenehm hier irgendwie. Ah, weißt, so gemütlich hier draußen. Mit Gewitter. Es fehlt nur noch der Regen. Du und ich. In einem Gemach deiner Mutter. Kommt auf an, wie deine Mutter ausschaut. Vielleicht wird sie uns ja unterstützen. Hi! Hallo?
Hier rein! Ach so, da ist eine Barrikade. Ja. Okay, sie tritt uns nicht bei. In unserem Gemach. Essen? Vielleicht? Gut. Jupp. Nicht? Okay. Alright. Eine Nargonia. Ich bin ihr fester Freund. Ich trete vor. Ich möchte bitte um Hand ihre Tochter anhalten. Mischblut? Deine Mutter, oder ihre Mutter. Ich habe sie beschützt. Ja. Nö. Jupp. Warum hast du mir das nicht erzählt? Wir sind so nah beieinander, wir gehören einander und du erzählst mir nicht von deiner Vergangenheit. Ganz im Ernst. Oh yeah. Hä? Warum? Hä? Als ich aus Rotbeutia flog, nahm ich zwei Schriftrollen der Alten. Aha. Die Rolle, die ihr wohl mit Serana gefunden habt, spricht von Auriel und seiner arkanen Wache Auriels Ruhm. Aha. In der zweiten Schriftrolle heißt es, das Blut der Tochter von Kalthafen wird mit Augen des Drachen blenden. Okay. Genau wie ich war Serana einst menschlich. Mhm. Molokbal. Molokbal. Kaldhafen. Ja. Irgendwie, ja, nein. Wenn Harkon im Besitz von Auriels Ruhm wäre und die Waffe mit Seranas Blut besetzt würde, wäre die Tyrannei der Sonne vollendet. Nice. In seinen Augen würde sie für das Wohl aller Vampire sterben. Der ist ja krank. Ganz im Ernst, was ist falsch mit dem? Und wie genau sollt ihr die Prophezeiung ohne den Tod meiner Tochter erfüllen? Durch deinen Tod. Ich werde Harkon töten. Nein. Glaubt ihr etwa, ich hätte diese Option für die Umsetzung meiner Pläne nicht in Erwägung gezogen? Vielleicht nicht, weil du alt bist. Ihr interessiert euch weder für Serana noch unsere Not. Klappe. Ihr seht in der Tyrannei der Sonne eine Chance, euch zur Gottheit zu erheben. Genau wie Harkon würdet ihr keinen Augenblick zögern und alles vernichten, was sich euch in den Weg stellt. Stimmt, du bist gemein. Oh yeah. Wie könnt ihr es wagen? Ich gab alles auf, was mir wichtig war, um euch vor diesem Fanatiker zu beschützen, den ihr einen Vater nennt. Ja, er ist ein Fanatiker. Er hat sich verändert, aber er ist noch immer mein Vater. Warum könnt ihr nicht verstehen, wie ich mich deswegen fühle? Oh, Serana. Ich hoffe, ihr versteht überhaupt was. Wenn dieses Mikro den Sound nicht gut aufnimmt, dann hört ihr gar nichts und es macht nichts, dass ich jetzt drüber rede. Ich habe außerdem das Gefühl, dass es bloß so zwei streitende Frauen sind. Das heißt, es dürfte überhaupt nicht wichtig sein. Ich will das überspringen, meine Folge ist gleich wieder aus. Ah, verdammte Nudeln. Verdammte Nudeln. Ah Gott, ich habe geklickt. Ah, ich habe geklickt. Ah, ich kann nicht überspringen. So. Schnell speichern. So, macht ihr bitte hin.
Meine Folge ist gleich zu Ende. Ich gehe gleich, Sarana. Ich gehe gleich. Hallo. Ich bin auch noch da. Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! 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 Es tut mir leid. Er ist mir ausgekommen. Ich wollte eigentlich bloß dein Gesicht wärmen, weil es hier unten so kalt ist. Entschuldigung, Sarana. Entschuldigung. Entschuldigung. Noch nicht ganz. Saranas Filmkräften helfen. Schriftreiber behalten euch. Ja, bla, bla. Also ist jetzt in die Ruinen gebracht. Wir müssen tun. Feldspitzen ausfindig machen. Ruinen umgehen. Sockel, Barriere, Energie, bla, bla. Hüter. Die Hüter müssen wir fertig machen. Barriere sollte fallen. Wir sind bald wieder zurück. Mein Spiel leckt. Noch eine Warnung. Drachennahrungs. Dugnewürre durchstrebt das Grab. Nehmt euch in Acht. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Mein Spiel leckt wie nichts anderes auf der ganzen Welt. Nicht mal das echte Leben hängt mehr als dieses Spiel. So, ich sag Servus, meine Zeit ist um. Schaut auf meiner Website vorbei, liked mich auf Facebook und bis zum nächsten Mal. Happy Birthday, falls ihr heute Geburtstag habt. Bis dann.